Okay, wow, das nenne ich mal ein Full House. Respekt, nicht schlecht. So, herzlich willkommen alle zusammen. Wir haben ja heute den Educators Day über schon viel über Brettspiele im edukativen Bereich gehört. Jetzt kriegen wir mal eine etwas andere Perspektive noch übers Rollenspiel im edukativen Bereich, was natürlich auf der Spiel auch sehr gut vertreten ist. Und an dieser Stelle übergebe ich, glaube ich, direkt mal das Wort an Katrin Fischer mit Beihilfe von Hendrik und Kevin. Einen großen Applaus für die drei. Ja, hallo und von mir auch nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass das Thema anscheinend auf so viel Interesse stößt, wie man hier sieht. Und ja, möchte eigentlich dann auch gleich beginnen mit unserem Thema: zielorientierter didaktischer Einsatz von Pen and Paper Rollenspiel, soziales, sprachliches und inhaltliches Lernen. Und ja, ich frage als erstes immer, wenn ich so mit Menschen darüber spreche: Wer von Ihnen kennt denn Pen and Paper Rollenspiel? Hände hoch! Super! Ja, das freut mich sehr. Das erleichtert das Ganze auch unheimlich. Und diejenigen, die jetzt sich nicht gemeldet haben, die haben sich jetzt gemerkt, wer sich gemeldet hat. Und wer dann später noch so eine deutlichere Einführung haben möchte, der kann sich einfach seinen Nachbarn schnappen und das später nochmal so richtig erklären lassen. Denn wir haben hier eine begrenzte Zeit und deshalb werde ich das alles ein bisschen kurz zusammen kondensieren. So, ich starte direkt mit einem Beispiel. Und ich habe jetzt zufällig mein Spiel, was jetzt heute auf dem Spiel, also gestern beziehungsweise veröffentlicht worden ist, als Beispiel gewählt: Abenteuer im Märchenwald. Um euch. Das ist eine Die schlaue andere. Idee. Danke, danke schön. Um mal ein kleines Beispiel zu machen, wie wir uns so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel vorstellen können. So, wir sind jetzt hier in der Geschichte in der Märchenwelt. Ich denke, die meisten haben schon mal ein Märchen gehört und in etwa eine Idee, wie ein Märchen sein kann und was da so vorkommt. Und wir haben jetzt hier mal die Bremer Stadtmusikanten. Und die Bremer Stadtmusikanten sind mit Schneewittchen unterwegs und möchten zum Haus der Zwerge. Das Haus der Zwerge ist dort auf der anderen Seite dieser Brücke. Und auf der Brücke ist ein furchterregendes, gehörntes Tier zu sehen. Ja, wie können wir jetzt Schneewittchen über diese Brücke bringen? Die hat schon ein bisschen Angst, guckt schon ein bisschen besorgt. Wir sind jetzt der Hahn. Der Hahn ist hier in diesem Spiel symbolisiert einmal durch den Charakterbogen. Charakterbogen ist was ganz Typisches für Pen-and-Paper-Rollenspiele. Wenn ihr Pen-and-Paper-Rollenspiel oder Sie Pen-and-Paper-Rollenspiele kennt, wissen Sie, dass das hier ein sehr, sehr reduziertes Format ist. Man kennt sonst ein bisschen umfangreichere Bögen, aber wir haben gesagt, wir nehmen jetzt nur das, was wir unbedingt brauchen. Und ja, was könnte der Hahn denn vielleicht tun, um Schneewittchen und mit den anderen Tieren über diese Brücke zu kommen? Hat jemand eine Idee? Stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt der Hahn. Genau, der Hahn plustert sich auf, lässt die Sonne auf seinen wunderschönen, farbenprächtigen Gefieder glitzern und der Ziegenbock ist total begeistert und sagt: Hey, wow, ich glaube, ich kenne dich. Bist du nicht ein Musiker? Gehörst du nicht zu den Bremer Stadtmusikanten? Kann ich ein Autogramm von dir haben? Okay, du darfst durch. Und wenn der Ziegenbock dann sein Autogramm bekommen hat, können natürlich dann die Bremer Stadtmusikanten über diese Brücke gehen. Der Esel hätte vielleicht eine andere Lösung gefunden. Und wenn alle miteinander gesprochen hätten, hätten sie vielleicht auch noch eine andere Lösung gefunden. Aber das wäre eine Möglichkeit, wie wir darüber kommen. Und das ist das Tolle an Pen-and-Paper-Rollenspiel, dass wir so viele Möglichkeiten haben, wie wir mit Situationen umgehen können und gemeinsam darüber sprechen und das gemeinsam entwickeln. Und jetzt haben wir schon ganz viele grundlegende Merkmale von Pen-and-Paper-Rollenspiel gesehen, hier an diesem kleinen Beispiel. Nämlich einmal: Wir haben ein Spiel, das ist ein kooperatives Erzählen. Ich war jetzt ein bisschen die Spielleiterin, die SL oder früher Meister, und habe gesagt, was so
um euch herum passiert oder um sie herum passiert. Und der Hahn hat gesagt, ja, was er genau tut. Und das beeinflusst die Geschichte. Deshalb ist es ein kooperatives Erzählspiel, was ein bisschen szenische Anteile hat. Vor allem, wenn jetzt nicht ich beschreibe, was der Hahn genau tut, sondern die Person, die den Hahn spielt, das selbst beschreibt. Und wir haben außerdem Anteile aus Brettspiel. Dafür gehe ich nochmal zurück. Nämlich dafür haben wir diese Zahlen hier. Deshalb kam ja auch der Teilnehmer auf die Idee, die Schönheit zu benutzen. Denn die Schönheit ist der höchste Wert des Hahns. Und dann darf der Hahn mit dem Achterwürfel hier in diesem System würfeln und hat damit die größte Möglichkeit, eine hohe Zahl, möglichst hohe Zahl zu würfeln und damit auch Erfolg zu haben mit dem, was er da tut. Denn es hätte jetzt auch sein können, dass, wenn der Hahn eine 1 würfelt oder der Spieler oder die Spielerin, die den Hahn spielt, dass das vielleicht nicht klappt und deshalb doch vielleicht der Esel mit seinem anderen Plan weitermacht. Ja, so. Also Ziel bei einem Pen-Paper-Rollenspiel ist das gemeinsame, aktive Leben, Erleben einer Geschichte. Und klassischerweise besteht es eben nicht nur aus dem Erzähler und einem Spieler, der eine Spielfigur spielt, sondern wir haben die ganze Party, wir haben die ganzen Bremer Stadtmusikanten oder die klassische Spielgruppe der Helden. Bekannte Spielsysteme sind normalerweise eben eher im Fantasy-Genre, nicht im Märchen anzuordnen. Deshalb haben wir dann auch andere Heldenfiguren, nicht die Bremer Stadtmusikanten, sondern vielleicht Krieger, Magier oder irgendwelche Schurken oder was es da auch gibt, je nachdem, was man für ein Spiel spielt. Aber es gibt halt prinzipiell Pen-and-Paper-Rollenspiel in so ziemlich allen Genres, in denen wir auch Film und Literatur denken können. Und deshalb ist es eben so offen. Und deshalb kann ich mich jetzt auch einfach entscheiden, dass ich Märchen nehme, weil ich weiß, dass jeder Märchen kennt und ich deshalb die Welt gar nicht mehr vorstellen brauche. So, und da kommen wir ganz kurz zu mir. Also warum stehe ich überhaupt hier auf der Bühne? Warum maße ich mir an, jetzt hier was zu erzählen? Ich bin selber Lehrerin, mittlerweile für alle Stufen, denn ich bin eigentlich GÜG-Lehrerin mit einer Grundschulzusatzqualifikation. Meine Fächer sind Deutsch und Biologie mit einem Zusatz Physik. Und ich arbeite derzeit viel in Ergotherapiegruppen und habe eben selbst den Fachtherapeuten Schule und unterstütze da eben Kinder mit Teilleistungsstörungen, die eben in der Schule nicht so gut klarkommen, weil sie bestimmte Dinge nicht so gut beherrschen, die sie mit diesen spielen. Wie beispielsweise dem, das ich jetzt hier eben vorstelle, lernen und trainieren sollen und das damit verbessern sollen. Und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen gemacht und gehe mal weiter, sonst schaffen wir das zeitlich nicht. So, Edutel erwähne ich, weil das meine Firma ist, die wir 2020 also gegründet haben, Hendrik. Und widmen wir uns der Entwicklung und dem Angebot und der Beratung zu Pen-and-Paper-Rollenspiel für einen zielorientierten Einsatz. Und zwar in Therapie, im Schulbetrieb und grundsätzlich auch als Teambildungsmethode in Unternehmen. Dazu entwickeln wir Material, führen Workshops durch, auch nicht nur mit den KlientInnen und mit den SchülerInnen, sondern auch natürlich mit dem Fachpersonal. Denn das Ziel ist natürlich für uns, dass möglichst viele davon profitieren können. Und deshalb ist es gut, wenn die LehrerInnen das selber beherrschen und auch selber die Methode einfach durchführen und ich dann nicht für jede Stunde ein Rollenspiel, die in Schulen überhaupt passiert, selber hin muss. Dann biete ich viel in Online-Workshops an. Und entwickle auch auf Nachfrage Rollenspiele zu bestimmten Lerninhalten. So, jetzt haben wir schon von unserem Plan zwei Sachen abgehakt, nämlich was Pen and Paper Rollenspiel so ganz grob ist und meine Vorstellung. Jetzt kommt als nächstes die Frage, warum Pen and Paper in Bildung? Das werde ich dann an bestimmten Vorteilen noch zeigen, mit Beispielen illustrieren, die ich durchgeführt habe und dann nochmal ein bisschen auf das Spiel, was jetzt hier eben an der Spiel vorgestellt wird, kommen. Und zuletzt noch eine kleine Vision, hoffe ich, dass wir dafür noch Zeit finden. So, warum Pen and Paper Rollenspiele in der Bildung? Wir haben festgestellt, dass das Erleben einer Geschichte sehr motivierend und involvierend wirkt. Und deshalb dann Inhalte, die wir in diese Geschichte platzieren, nachhaltiger behalten werden. Und deshalb auch nachhaltiges Lernen damit sehr wahrscheinlich ist. Die Spielform an sich ist sehr inklusiv. Ich werde das gleich nochmal an einem Beispiel illustrieren. Und die Spiele an sich fördern
richtig eingesetzt. Kooperation, Kommunikation, Konzentration und problemlösendes Handeln. Und sie sind unheimlich vielfältig einsetzbar. So, wir kommen als erstes jetzt nochmal genauer zu Motivation und Lernen. Ich gebe jetzt einfach mal die These in den Raum, Menschen mögen Geschichten. Das lässt sich an ziemlich vielen Beispielen illustrieren, ziemlich weit zurückliegen auch in der Geschichte der Menschheit. Und in diesen Geschichten bleiben die SpielerInnen dann konzentriert und fokussiert, weil sie wissen wollen, wie geht die Geschichte weiter. Die machen dann einzelne Aufgaben darin nicht, damit die Aufgabe erledigt ist, sondern weil sie wissen wollen, was passiert. Und weil sie Teil davon auch sind und sich als solches erleben und es mitgestalten können. Und indem die SpielerInnen eben in diese Charakterrolle schlüpfen, werden sie richtig Teil der Geschichte und sind richtig involviert und aktiv. Die Handlungen werden dann durchgeführt, um in der Geschichte was zu erreichen, also wirklich zielorientiert. Und sie werden dann als sinnvoll wahrgenommen und motiviert durchgeführt, weil sie nicht einfach nur abgearbeitet werden. Und so kann eben auch ein Verhaltenstraining gelingen, so wie einfach Gruppenarbeit damit zu trainieren und wie man am besten gemeinsam Konsens bildet und gemeinsam Problemlösestrategien findet und durchführt. Rollenspiele gehören grundsätzlich zu den handlungsorientierten Methoden. Und es ist grundsätzlich so, dass die gespielten Handlungen nicht komplett unterschieden werden können von Handlungen, die wir wirklich durchführen. Und wenn man sich Gruppen von Rollenspielern mal vornimmt und denen so zuhört, dann merkt man, dass das, was die erzählen, auch eher klingt, als würden sie von einem Abenteuer, was sie erlebt haben, erzählen und nicht, als hätten sie jetzt da gerade einfach nur ein Spiel gespielt. Die sind richtig da drin und das wird auch so abgespeichert und bleibt auch so. Und man erinnert sich dann noch lange danach auch daran. Und die Teilnehmenden interagieren auch sehr viel und helfen sich gegenseitig, erklären sich was, erklären sich Inhalte nochmal. Und dadurch sind wir ganz oft in diesem unteren Bereich, wo wir wirklich handlungsaktiv sind und mit dem Gegenstand umgehen. Und deshalb bleibt auch so viel erhalten von dem, was wir da tun. Ich habe eben gesagt, dass die Spiele prinzipiell inklusiv sind. Das ist einmal dadurch, dass wir halt jede Rolle einnehmen können, egal was wir selber für eine Position haben, ob wir jetzt selber stark sind oder schnell oder besonders intelligent. Wir können das in dem Spiel trotzdem unserer Figur zuschreiben und können das dann erleben. Und auch wenn wir jetzt vielleicht nicht selber auf den Baum klettern können, unsere Figur kann das und dann können wir das dann erleben. Und Perspektiven sind so in jede Richtung möglich. Außerdem können eben SpielerInnen, die Beeinträchtigungen haben, die sonst ihnen vielleicht das Mitspielen erschweren würden, was ja sowieso jetzt am Tisch geschieht und nicht so schwierig ist wie vielleicht jetzt beim LARP, die können auch Werkzeuge benutzen. Dafür wurden auch viele Unterstützungswerkzeuge eben einfach entwickelt, wie zum Beispiel diese Braille-Würfel, die man sich auch kostenlos also die Anleitung dafür kann man kostenlos bekommen, um sich die selber auszudrucken mit dem 3D-Drucker. Und es gibt auch ganz viele Charakterbögen, die illustriert sind, um zu erleichtern, die einzelnen Sachen daran zu finden. Ne? Also da gibt es sehr viel für. Oder viele von den Rollenspielmaterialien sind auch für Screenreader geeignet, sodass eben da möglichst viele daran teilnehmen können. Und es gibt sogar hier ein Werk zu inklusivem Rollenspiel, was darauf hinweist, worauf man noch achten kann. Also die Community ist da sehr rege und entwickelt unheimlich viel und hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan, um möglichst jeden mitzunehmen, sodass auch jeder Teil eines solchen Spieles werden kann. Ein anderer Vorteil ist die Kooperation. Hier habe ich mal ein paar Beispiele aus anderen Spielen, die hier auch noch vertrieben wurden oder werden, genommen, die auch sehr schön sind als Kinderspiele. Aufgaben sind oft gemeinsam besser lösbar als alleine. Oft können in dem Spiel die Figuren ihre Charaktere kombinieren und sich gegenseitig helfen. Zum Beispiel der Hahn, der jetzt besonders schön ist, aber dann vielleicht alleine trotzdem nicht auf den hohen Baum fliegen kann, dann vielleicht erstmal auf den Esel klettert und sie sich gegenseitig unterstützen. Und der Esel besonders stark ist, ihn vielleicht noch mal ein bisschen hochschubsen kann dabei. So können die dann zusammenarbeiten. Das wird auch belohnt und die Erfolge werden dann als gemeinsame Erfolge erlebt. Und so können dann auch die SpielerInnen die Stärken und Schwächen ihrer Gruppenmitglieder einschätzen lernen, einmal auf der Ebene der Spielfiguren, aber auch auf der Ebene der SpielerInnen und Spieler.
zum Beispiel, wenn ein Spieler sich nicht so gut erinnern kann, ne, dann können die anderen auch unterstützen und ihm eben sagen, du könntest dabei vielleicht das noch wissen und dann könntest du auch das noch tun. Ja, und ein ganz, ganz großer Vorteil ist wirklich die Kommunikation. Kommunikation ist was, woran man nicht genug üben kann und trainieren kann im Schulbereich, meiner Meinung nach. Und das Spiel besteht aus Kommunikation. Gleichzeitig ist es nicht so, dass es, wenn jemand noch nicht auf so einem hohen Level der Kommunikation sich befindet, deshalb ausgeschlossen ist. Das ist sehr niedrigschwellig, da reinzukommen. Aber es gibt halt so einen Sog in der Gruppendynamik, dass man dann oft einen sehr schnellen Fortschritt sieht. Wenn zum Beispiel jetzt jemand schon sehr in seiner Rolle spielt und spricht, dann färbt das schnell ab. Dann haben wir oft Spieler, die am Anfang nur in indirekter Rede sprechen und dann kippen die plötzlich in die direkte Rede, in ihre Figur und können die viel besser ausfüllen. Und es wird eben dann so ein bisschen auch abgeschaut, ne? Was funktioniert gut und wie kann ich mich gut mitteilen. Gleichzeitig ermöglicht das eben das Eintauchen in die Spielwelt, aber auch eben nur, wenn ich auch zuhöre und mitbekomme, was die anderen machen. Nur dann bin ich wirklich Teil davon. Es geht ja nicht nur um Sprechen, sondern auch um Zuhören. Und außerdem ist die Auseinandersetzung mit dieser eigenen Figur, die man spielt, die ja schon sich oft ein bisschen unterscheidet von sich selbst, und die Auseinandersetzung mit den anderen Figuren im Spiel, das trainiert sehr den Perspektivwechsel und die Empathie, weil ich oft Aufgaben auch nur lösen kann, wenn ich mich auf das Gegenüber einlasse und mir überlege, wie reagiert er denn jetzt, wenn ich das und das mache? Und dann auch sofort eine Konsequenz folgt. Und das ist auch was Schönes an Rollenspiel. Wir können sofort Konsequenzen haben im Spiel, die nicht eine schlimme Relevanz haben, denn es ist ja nur im Spiel, aber unmittelbar wirken und das Spiel beeinflussen. Dann zur Kommunikation kommt noch der Sicherheitsaspekt dazu. Wir können wunderbar üben, im Pen-and-Paper-Rollenspiel Nein zu sagen und unsere Grenzen zu erfahren und uns bewusst zu werden, was tut mir nicht gut. Dann brauche ich nämlich hier die X-Karte. Mit der X-Karte, die wir jetzt auch nochmal für Kinder neu aufgelegt haben, da kann man zeigen, was man unangenehm findet und diesen Inhalt aus dem Spiel rausnehmen. Wenn ich zum Beispiel durch den Wald gehe und dann kommen mir die ganzen Spinnen entgegengekrabbelt. Will ich das nicht? Dann kann ich die X-Karte aktivieren, auch als Spieler. Kann ich so Einfluss nehmen auf das Spiel, nicht nur als Spielleitung. Und ich möchte lieber Schnecken haben oder Schmetterlinge. Und dann wird es auch so geändert, dass sich alle wohlfühlen. Dann ist es ganz wichtig, dass es eben für alle ein Spiel ist, in dem sie sich auch wohlfühlen und da eben so ran teilnehmen können, dass sie auch was davon haben. Das soll nicht traumatisch werden. Und das ist auch das, was manchen nicht klar ist. Also so ein Rollenspiel kann sehr intensiv sein, gerade bei den kleineren Kindern. Die gehen da sehr rein und lassen sich auch oft sehr schnell auf ihre Rolle ein. Das ist einerseits ein Vorteil, aber wir müssen auch aufpassen. Oft ist es denen dann auch ganz plötzlich zu viel. Und die müssen die Möglichkeit haben, das dann auch dementsprechend dann eben zu unterbrechen, wenn etwas zu schwierig oder zu anstrengend ist. Und wenn die das schon gelernt haben, Nein zu sagen und was ihnen nicht gut tut, dann haben die fürs Leben wirklich schon sehr viel gelernt. Das können nämlich viele Erwachsene noch nicht. Ja, und eben dann auch die Grenzen der anderen zu respektieren. So, Problemlösestrategien. Im Rollenspiel haben wir oft verschiedene Aufgaben, die wir eben in der Gruppe lösen und können aber auch Sachen ausprobieren. Habe ich eben schon gesagt, es kommt direkt eine Reaktion in der Geschichte und auch Routinen einüben und ausprobieren. Wie funktionieren wir als Gruppe? Welche Sachen funktionieren? Wie können wir die noch mal ein bisschen abändern und so ein bisschen effektiver in der Gruppe arbeiten lernen? Jetzt komme ich zum vielfältigen Einsatz. Beispiele, die ich tatsächlich jetzt durchgeführt habe, war wirklich in ganzen Klassen oder auch mit nur ganz kleinen Gruppen oder einem Teil Nehmenden zu spielen, mit Kindern und Erwachsenen und mit echt unendlich vielen Themen und Welten zu spielen. Hier haben wir ein Beispiel aus der Berufsschule im Berufskolleg für angehende ErzieherInnen. Die haben dann selber Rollenspiele gebastelt. Und hier sehen wir die Ergotherapiegruppe. Und das ist eine Gruppe für Kinder mit Migrationshintergrund, wo wir gespielt haben, wo ich eben auch andere Systeme nutze, wo wir alles Mögliche ausprobiert haben. Ja. Einmal habe ich durchgeführt mehrere Projekttage eben für Kinder mit Migrationshintergrund, wo sich auch gezeigt hat, dass sie auch auf dieses Thema eben gerade mit den Märchen sehr gut angesprochen haben. Der Einsatz in der Ergo.
Und die Projektwochen hier im Berufskolleg, das war nochmal ein ganz tolles Erlebnis, weil wir eine ganze Woche hatten und die eben selbst Material entwickelt haben und das dann auch noch multiplizieren konnten an ihre eigenen Einsatzbereiche. Und das war das Feedback nochmal, das habe ich jetzt reingenommen, weil ich das so schön fand vom Berufskolleg, weil ich da gezeigt habe, dass sie da einerseits lernen, wie macht man überhaupt so ein Projekt? Wie führe ich so ein Projekt durch? Und auch noch die Lehrerin, Dozentin dieser Gruppe eben mir das Feedback gegeben hat, dass sie auch selber gemerkt hat, wie viel die einfach selber machen lassen kann als Game Designer und wie selbstständig die dann werden, wenn sie diese Spiele entwickeln. Das ist die übergeordnete Ebene, aber es war einfach so toll. Ich habe nachts mich noch in Discord eingeloggt und gesehen, die waren noch immer ihr Spiel am Bauen für den Projekttag, damit die das vorbereiten konnten. Und also sehr große Motivation hat das bei denen geweckt. Also auch für die Großen. So, jetzt komme ich zu meinem Spiel Abenteuer im Märchenwald. Das basiert eben auf diesen ganzen Erfahrungen in den durchgeführten Gruppen, Projekten aus Schule, Therapie und den Förderprojekten. Das ist in Zusammenarbeit eben mit System Matters jetzt druckreif veröffentlicht worden und mit wunderschönen Illustrationen von Stefanie Bünger. Ich hatte die mal so vorgekrickelt, diese Tierchen, aber sie hat das wunderschön umgesetzt, jetzt so niedlich. Und wir haben die Box jetzt so konzipiert, dass man damit direkt losspielen kann, dass man damit in der ganzen Klasse oder in kleinen Gruppen spielen kann und das im Unterricht oder als außerschulische Aktion einsetzbar ist. Und diese Box auch einmal Informationen für das Fachpersonal, also die Lehrer oder die TherapeutInnen, beinhaltet, aber auch schon Elternbriefe. Das werde ich jetzt mal zeigen noch. Also das ist hier unsere Box mit ganz klassischen Rollenspielwürfeln und noch so ein paar Steinchen, die als Bonus genutzt werden können. Wir haben einmal ein Heft für die Spielleitung. Da sind Hinweise zur Spielgestaltung, zu den Regeln. Die Abenteuergeschichte, die ist so aufbereitet, dass man immer möglichst auf einer Doppelseite einen Ort hat, dass man nicht viel blättern muss. Rätsel, also die Lösungen für die Rätsel sind darin und auch Spielberichte von bereits durchgeführten Spielsitzungen. Außerdem enthält die Spielleitung dann einen Sichtschirm, wo das ganze Abenteuer nochmal übersichtlich dargestellt ist. Und dann auch eben nicht die neugierigen Blicke immer von den Mitspielenden da schon spoilern, was als nächstes passiert. Und und das Schöne ist, also man kann das tatsächlich, ich habe es in 5. Klasse und 6. Klasse ganz viel ausprobiert, so machen, dass die das selber leiten. Ne? Das ist halt eigentlich unser Ziel, dass die Kinder möglichst selbst auch leiten und man nicht eben nur als Lehrer da sitzt und mit den Kindern spielt, sondern die direkt sehen, ja, wir machen das gemeinsam. Ich bin als Schüler auch schon jetzt Spielleitung und kann das jetzt auch selber machen. Und dann trauen sich alle das auch irgendwann, weil die sehen, ihre Mitschüler haben es gemacht. Wenn nur die Lehrer Spiel leiten, dann ist die Hürde viel zu groß. Dann gibt es das Märchentierheft. Das ist für die SpielerInnen, so, wo die ihr Tierchen vorbereiten, das sie dann spielen. Da können die ganz kreativ im Stil von einem Freundebuch ihre Figur vorbereiten, damit sie auch schon so die Perspektive einnehmen und dann direkt losspielen können. Und das enthält außerdem noch die Vorgeschichte des Abenteuers. Das ist das Märchen der Bremer Stadtmusikanten. Danach startet die Geschichte. Und wir haben das per QR-Code auch als Audiodatei, dass man sich das vorlesen lassen kann, wenn man nicht so gut lesen kann oder möchte. Ja, die X-Card ist natürlich auch dabei in leichterer Sprache und die hilft halt, wie gesagt, dabei grundsätzlich auf die Bedürfnisse der ganzen Spielgruppe besser zu achten. Und dann haben wir hier einmal ein Informationsmaterial für die LehrerInnen oder Fachpersonen und da drin sind Fragen auch zu einer Gestaltung der Reflexionsphase nach dem Spiel. Die Reflexionsphase ist gerade bei so einem didaktischen Ansatz besonders wichtig, dass das Spiel nicht einfach mit dem Ende der Geschichte endet, sondern zu eben schauen, wie haben wir denn als Gruppe zusammengearbeitet und wie können wir das übertragen auf unsere sonstige Gruppenarbeit, die wir in Schule haben. Denn das soll ja nicht verpuffen, das soll ja möglichst einen Mehrwert haben für die weitere Arbeit. Und da sind auch weiterführende Aufgaben drin und natürlich
Kompetenzen, die damit geschult werden. Außerdem gibt es vorbereitete Informationen für Eltern, einen Elternbrief, den man auch direkt rausgeben kann, falls Fragen kommen, ja, was macht ihr denn da? Ihr spielt, was den ganzen Tag eine Katze? Ist das sinnvoll? Dann kann man den schon mal rausgeben. Ja, also hier sieht man das ganze Material, was wir dabei haben in der Kiste. Und vielleicht sagst du da noch was zu. Also das Verbrauchsmaterial kann grundsätzlich auch nachbestellt werden. Beziehungsweise genau. Also hallo, ich bin Kevin von System Matters. Ich sitze hier in erster Linie als Verlagspartner, weil wir das mit Edutail zusammen gemacht haben. Genau, wir arbeiten noch an so haptischen Nachbestellpacks, also die ganzen nochmal in gedruckter Form, die Sachen, die verbraucht werden dann, die Heftchen und so. Wir werden aber gerade die also die Verbrauchsgüter, die man sonst auch kopieren kann und so, aber auch gucken, dass wir die per PDF zur Verfügung stellen und sowas alles. Die Box selber wird auch komplett digital verfügbar sein. Das ist dann ja immer so ein digitales Produkt. Aber wir wollen ja, dass das einen langfristigen Mehrwert hat und nicht mehr nach einmal Spielen dann verbraucht ist, sondern dass das immer wieder einsetzbar ist und dass man das jetzt einmal hat, dann auch schon kopieren kann, wenn man es für Klassen nutzen möchte und sowas, aber langfristig immer wieder nutzbar sein wird und so. Genau. Genau, das atmen jetzt viele Lehrer auf. Dankeschön. Und ja, jetzt komme ich als letztes noch zur Vision. Also jetzt weit in die Zukunft blicken. Also ich habe als Vision, dass wir uns wirklich an den Bedürfnissen dann der Lernenden und Lehrenden orientieren. Und Spielen ist halt einfach ein Grundbedürfnis. Und ich habe so oft jetzt die Rückmeldung bekommen, dass es einfach so ein lustvoller, spaßiger, motivierender Ansatz ist, das zu machen. Und nur weil es Spaß macht, ist es halt nicht schlecht. Das haben noch nicht alle verstanden, deshalb sage ich das nochmal. Nur weil es Spaß macht, ist es nicht schlecht. Und, jetzt bin ich zu weit gegangen. Genau. Wir müssen grundlegende Kompetenzen, wie gemeinsam in der Gruppe zu arbeiten, sich zuzuhören und auch darauf zu achten, was die anderen sagen, frühzeitig fördern. Denn ich habe die ganzen Kinder in der Ergotherapie. Ich habe die da, weil die das in der Schule nicht hinkriegen. Die Kinder haben da Bedarf. Die Therapien sind voll. Wir suchen Mitarbeiter in der Therapiepraxis. Wir bekommen keine. Ich finde das halt schön, wenn sowas frühzeitig so gefördert wird, dass es einfach... Ich weiß, wir haben zu wenig Lehrer. Das weiß ich auch. Aber ja, also ich möchte gerne mich auf diese Grundkompetenzen auch beziehen und dass es halt möglichst früh schon gedeckt ist. Und ich möchte auch gerne, dass spielbasierte Methoden eben genutzt werden, ne, als handlungsorientierte und motivierte Phasen, weil das auch einen schönen Wechsel da ist und einfach gut tut und einfach auch fördert, im Unterricht noch möglichst lang zu folgen und auch was von mitzunehmen und auch sich zu merken. Dann die Reflexion von Regeln und Motivation und Zielen, die sind halt wichtig für die Bildung handlungsfähiger und mündiger Menschen. Und das können wir genau da anfangen. Und wenn die dann sagen, ja, ich habe jetzt aber hier Verstand und Stärke, aber ich brauche jetzt beides, um dieses Rad zu drehen in die richtige Richtung und sich eine neue Regel ausdenken und sich darauf einigen, dass sie jetzt auch für alle gilt, dann haben wir da schon viel mehr mit gewonnen, als den von vornherein ein super komplexes System zu geben. Ja, also ich hätte es eigentlich gerne als etablierte Methode in Bildung, wie so viele andere Methoden, die wir haben, die wir immer am Anfang erstmal vorstellen müssen und dann beherrschen die und dann kann man die auch verwenden. Und einen präventiven Einsatz schon in Schule und Vorschule, um die Ressourcen in der Therapie auch ein bisschen zu schonen. Das ist so mein Anliegen. Ich mache noch eine Folie weiter, weil da unsere Kontaktdaten noch sind und dann. Ja. danke. Wunderschöner Vortrag. Eine Frage habe ich aus dem LARP, kenne ich das, und es gibt es im Pen & Paper auch manchmal. Bleed, also die Tatsache, dass man sich mit dem Charakter so sehr identifiziert, dass Verluste oder Versagen des Charakters in die reale Welt übertragen werden und im dass ein Frust erlebt wird. Genau, und eben wurde ja auch darüber gesprochen, dass Immersion ja etwas ist, was positiv ist, dass die sich dann reinfinden, dass die dann in Flow geraten und so weiter. Ist in der Reflexion jetzt vielleicht von dem, aber auch so Ansätze, wie ich jetzt als Lehrer, wenn ich das jetzt einem Kollegen gebe, der vielleicht jetzt nicht so drin ist,
Ansätze, damit umzugehen, mit sowas wie Bleed- oder Frusterlebnisse? Ja, also wir haben natürlich so Fragen drin, wie hast du dich gefühlt, wie hast du dich erlebt, ne? Was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt und würdest du nochmal die gleiche Figur gerne sein? Oder was wünschst du dir von deinen Spielleiter und von deinen Mitspielenden? Das ist alles drin, ne? Und wir hoffen, dass, ich weiß, dass man nicht davon ausgehen kann, aber wir hoffen natürlich auch, dass wenn es schon im Spiel extrem wird, die X-Karte auch genutzt wird. Ich weiß, dass das nicht alle können, ne? Aber an sich kann das ein Problem sein, ne? Das kann immer ein Problem sein. Kinder ärgern sich auch, wenn sie einfach eine schlechte Zahl würfeln, wenn sie immer Würfelpech haben. Wichtig ist, dass wir die anleiten, und das ist auch vorgesehen, darüber zu reden, ne? Dass das dann als nicht so angenehm erlebt wird und dass wir dann auch darüber sprechen, irgendwie, wie wir das ändern können. Das ist auch angedacht. Und es ist auch so, dass wenn etwas nicht geklappt hat, das auch nicht dazu zum Abbruch des Abenteuers führt, ne? Es ist auch kein Charaktertod geplant oder sowas. Ja, also das ist wirklich ein guter Einwand, ne? Ich sage das auch mal grundsätzlich. Alles, was einen sehr reinziehen kann und was sehr, sehr intensiv wirkt, kann auch in die falsche Richtung kippen und kann eben auch missbraucht werden. Und deshalb versuche ich auch grundsätzlich, das immer so rüberzubringen. Und das steht auch in dem Spielleitermaterial eben, das Ziel ist, das gemeinsame Erleben einer Geschichte und dass wir alle Spaß haben. Es geht nicht darum, dass einer die Macht hat und die anderen darunter leiden. Das wollen wir absolut gar nicht. Ne? Und ja, aber das ist ein klassisches Problem, was wir im Rollenspiel haben, wo wir uns gegen positionieren. Ja, ich glaube, das war. Ich gehe mal rüber mit dem Mikrofon. Henrik, du wolltest, glaube ich, auch gleich noch was sagen. Ne? Dann würde ich nämlich sagen, das ist die letzte Frage. Es tut mir sehr leid, aber ihr findet EduTale auch in der Ausstellung vom Educators Day. Da könnt ihr bestimmt noch viele Fragen stellen. Ja, eigentlich interessieren mich zwei Sachen, wenn ich jetzt nur eine Frage habe. Sie können ja einfach antworten, was einfacher geht. Einmal, wir sind ja immer so on the clock als Lehrer, ne? Da muss die nächste Klassenarbeit geschrieben werden, das ist einfach eine Realität. Einmal, wie groß wäre so dieser zeitliche Einsatz? Macht das überhaupt Sinn, das einfach nur mal in einer Doppelstunde zu machen oder müsste das längerfristig angelegt werden? Mhm. Und mir wäre sehr lieb mal ein Beispiel für Oberstufenschüler. Mhm. Ja. Also es ist so, dass wie wir das in der Box konzipiert haben, ist es eher so ab 4 Stunden, weil wir ja noch eine Vorbereitung in der Hinführung haben und mit einplanen, dass wir die Spielleitung ausbilden und dass wir noch eine Reflexion machen. Wenn man jetzt sagt, das reine Spiel kriegen wir auf 2 Stunden, sehr wahrscheinlich passt das, ne? Aber wenn man alles mitnehmen will und vorbereiten und nachbereiten, ist es dann dementsprechend etwas länger. Es ist kein Problem, das zu splitten. Wir können auch die Spielphase splitten, weil da verschiedene Orte sind, die besucht werden, wo man das abkürzen kann. Also man kann das auch im Regelunterricht in mehreren Etappen machen. Das ist kein Problem. Aber wenn man sich halt zu wenig Zeit nimmt, bleibt halt zu wenig Zeit für die Dinge, die man lernen will. Das ist halt immer so. Und ja, da müssen wir das System sprengen. Aber das kann ich jetzt hier leider nicht machen. Ja. Aber ich kenne das Problem, also prinzipiell kann man es dann durch ein bisschen aufsplitten in den Regelunterricht reinbekommen oder man macht einen Projekttag oder man kann es auch sehr gut im außerschulischen Bereich in den Ganztag noch mit integrieren. Ja, und die zweite Frage war ein Beispiel für die Oberstufe. Habe ich jetzt halt nicht fertig hier, aber es gibt zahlreiche Sachen. Ich denke immer, also ganz viel kann man mit Geschichte machen, dass man die einfach in eine bestimmte Epoche versetzt, ne? Oder dass man Fremdsprache reinbringt. Und dann einfach das Ganze auf einer anderen Sprache macht. Oder dann die in dem Land spielen lässt und in der Zeit und Figuren in der Zeit. Ich habe ja auch immer so die Idee, dass man da über das Forum Romanum läuft und guckt, welche Toga darf ich ansprechen und was steht jetzt da? Und damit so einem Auftrag irgendwie sich da auf Latein durchkämpfen muss. Das finde ich eigentlich auch ganz nett irgendwie. Aber es gibt alles Mögliche. Wir können alles machen. Ja, Kevin, ich glaube, ich darf jetzt auch noch mal eine Kleinigkeit sagen. Ich habe zwei Hüte heute auf. Katrin hat einen schon erwähnt, dass ich auch ab und zu mal EduTale supporten durfte. Und ich vertrete auch den Verband Deutscher Rollenspielverlage. Und ich fand das total interessant, als ihr gerade alle die Hand gehoben habt, wer Pen & Paper Rollenspiel kennt. Es waren verdammt viele. Und wir haben letztes Jahr auch eine repräsentative Studie dazu gemacht in der Gesamtbevölkerung Deutschland. 38% kennen oder haben schon mal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt oder kennen es. Das fand ich ein super Ergebnis, weil man das eigentlich vielleicht selber fühlt, aber niemals Zahlen dazu hat.
Wir als Verband finden das Thema Bildung super interessant und beschäftigen uns damit und sehen auch die gesellschaftliche Relevanz dafür an und verweisen da auch oft gerne auf unserer Homepage auf andere Anbieter, die in dem Bereich aktiv sind, die nicht nur im Bereich Schule aktiv sind, sondern im Bereich auch der politischen Bildung aktiv sind. Ich habe auch hier ein Mitglied der Waldritter kennengelernt, die zum Beispiel politische Arbeit damit machen und auch ein unheimlich gutes Portfolio. Jetzt alles bei den Waldrittern. Und es gibt da noch viele andere, die auch Sprachen lernen machen, ein bisschen auch in die Erwachsenenbildung, Team-Building-Maßnahmen für Unternehmen anbieten mit der Methode Pen-Paper-Rollenspiel. Also in dem Bereich tut sich unheimlich viel. Pen-Paper-Rollenspiel geht massiv aus der Nische raus und positioniert sich da auch als etwas, was einen unheimlich positiven Beitrag in der Gesellschaft darstellt. Nicht nur als Freizeit-Event, sondern auch etwas, was im Bereich Bildung aktiv ist, was wir auch mit der Bildung eines wissenschaftlichen Beirates jetzt auch im Bereich Forschung vorantreiben wollen und auch die Datensammlung. Also das ist etwas, was wir sehr auf dem Schirm haben, uns auch intensiv damit beschäftigen und das halt dann auch über deutsche Verlage hinfort. Ich bin total froh, persönlich, aber auch als Leiter des Verbandes, dass es zum ersten Mal wirklich auch kommerziell ein Pen-Paper-Rollenspiel für den konkreten Einsatz in Bildung gibt mit EduTel. Und ich hoffe, dass dann auch es weiter viele andere Angebote geben wird, auch von anderen Anbietern, dass das auch nicht nur darüber gesprochen wird, sondern auch wirklich gemacht wird. Das war so mein Beitrag. Wenn ihr Fragen zum Rollenspielverband habt, zwei Flyer dazu liegen links nach dem Ausgang. Und ihr könnt mich natürlich auch ansprechen.